Und das ist ja das Geniale an dieser Howard-Marx-These. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne, dass er halt quasi schon sagt, also ne, es gibt Gründe zu verkaufen, die setzen aber halt voraus, dass du halt quasi immer diese Gesamtsituation im Auge behältst. Und zwar erstmal fängt er an, es gibt gute Gründe zu verkaufen. Also macht euch keine Sorge, es ist nicht, dass Howard Marx sagt, kauf eine Aktie und halt sie, bis du stirbst. Es gibt tatsächlich auch in der Welt von Howard Marx Gründe, eine Aktie zu verkaufen. Aber die haben weder was damit zu tun, dass du halt Angst hast, diese Gewinne wieder abzugeben, also zu verkaufen, weil die Aktie gestiegen ist, noch mit der Sorge vor Selbstgeißelung, also dass du dich halt nachher schlecht fühlst, weil du sie nicht verkauft hast, als du noch konntest und die fällt halt weiter. Vielmehr sollten diese Gründe auf den Absichten für die Investition auf den Aussichten für die Investition beruhen. Nicht auf der Psyche des Anlegers. Also der Kopf darf nicht mit dir durchgehen. Und sie müssen durch nüchterne Finanzanalysen, Strenge und Disziplin identifiziert werden. Also halt quasi, es ist jetzt nicht so einfach irgendwie zu sagen, oh, die Aktie ist um 10% gefallen, deshalb verkaufe ich sie jetzt, sondern es muss halt quasi dieses Investment als Ganzes vor Augen haben und es als Ganzes diszipliniert mit einer Finanzanalyse und streng bewerten und dann kannst du dich dazu entscheiden, es zu verkaufen. So, und jetzt gibt er uns zwei Gründe primär mit auf den Weg, die man sich jetzt, also die wir jetzt gleich besprechen werden. Wenn deine Anlagethese weniger valide erscheint als zuvor und oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nicht als richtig erweist, gesunken ist, ist der Verkauf eines Teils oder der gesamten Beteiligung wahrscheinlich angemessen. Also du hast eine Vorstellung für ein Investment, tätigst es und jetzt kommt es aber überhaupt nicht so, wie du das vorgestellt hast. Hier, wie hießen die nochmal? CureVac. Du investierst da, weil du denkst, die entwickeln ein Medikament gegen den Coronavirus. Und jetzt tun die das überhaupt nicht. Die scheitern an diesen ganzen klinischen Studien. Das heißt also hier, die Anlagethese, die du aufgestellt hast, die entwickeln das Medikament und ich werde reich. Die geht auf einmal nicht mehr auf. Die haben das Medikament nicht entwickelt. Da ändert sich was Grundlegendes. Dann kannst du die halt wieder loswerden. Ohne dir jetzt irgendwie der nachheulen zu müssen und zu sagen, ah, ich warte, bis der nächste Virus kommt und da entwickeln die dann. Grund Nummer zwei wäre, wenn eine andere Investition auftaucht, die vielversprechender zu sein scheint, um eine überlegenere, risikobereinigte, vorausschauliche Rendite zu bieten, ist es ebenfalls vernünftig, bestehende Bestände zu reduzieren oder zu eliminieren, um Platz dafür zu schaffen. Also auch so ein für Clevere, also dass dir auf einmal auffällt, okay, ich habe mein Geld angelegt mit folgender Hypothese und ich gehe halt davon aus, dass ich bei gegebenem Risiko die und die Rendite oder Cost-Average-Effekt für Markus Lanz realisieren kann und das würde jetzt natürlich in diesem Fall dazu führen, dass du halt einfach guckst, also wenn jetzt eine andere Investment-Chance auftaucht, wo du halt quasi entweder bei gleichem Risiko eine bessere Rendite oder bei weniger Risiko, vielleicht auch nur eine kleinere Rendite, aber das dann einfach gegeneinander abzuwägen, verschiedene Möglichkeiten. Am Ende geht es immer um deine Vermögensallokation, dir die Frage zu stellen, wo bekomme ich halt den besten Ratio Risk und Return. Und auch das wäre natürlich ein Grund zu sagen, okay, ich verkaufe Investment A, weil ich bei Investment B einfach eine sehr viel bessere Aussicht bekomme. Und dann habe ich nochmal zwei so wirklich abgefahrene Gedanken, die er halt auch innerhalb von diesem Artikel halt äußert, die ich auf jeden Fall auch noch mit in diese Diskussion geben möchte, ist, dass er halt quasi bei dem Verkauf von Investments ganz vehement darauf verweist, dass man halt quasi den Verkauf eines Assets nie als isolierte Entscheidung sehen darf. Also du darfst dir nicht irgendwie überlegen, Investment A, das gucke ich mir halt ganz genau an und ich nehme nur Gründe, die dieses Investment A betreffen und verkaufe jetzt das Investment A bezogen auf alles, was sich rund um Investment A abspielt. Für ihn ist halt ganz wichtig, sich halt immer vor Augen zu führen, dass halt quasi Investment A im Zuge des Gesamtportfolios, deiner Gesamtanlagestrategie grundsätzlich halt immer in irgendeiner Form Einfluss nimmt auf alle anderen Investments, die du auch hast. Sprich, du verkaufst jetzt irgendwas und dann ist halt Liquidität wieder frei und was machst du jetzt damit?
ne, also halt quasi, worum es beim Verkauf geht, und das ist vielleicht also der Take-Home bei dieser ganzen Folge hier, ist, du musst dir immer die Frage stellen, wie geht es nach dem Verkauf weiter? Also du verkaufst jetzt diese Anlage, die Aktie, die Anleihe, was auch immer. Und dann ist das Cash auf einmal da. Und ab hier musst du dir halt immer die Frage stellen, was mache ich jetzt damit? Also habe ich direkt schon einen neuen Plan, da haben wir ja nachher auch eine Frage zu, wo das Geld jetzt hin soll. Will ich damit Risiko mindern? Will ich damit halt meinen Risikoappetit stillen? Aus welchen Gründen habe ich das verkauft? Wie wirkt sich das auf das Gesamtportfolio aus? Also der Schritt soll halt immer sein, also mit Blick in die Zukunft. Ich verkaufe A, weil Auswirkungen auf B bis Z. Und dann, und das ist auch nochmal ganz spannend, ist, dass er halt quasi auch noch mit auf den Weg gibt, ist, dass halt quasi der Verkauf, wenn du ihn dann halt wirklich tätigen möchtest, in Antizipation von, sagen wir mal, es kommt ein Crash. Dann sagt er uns, dass die Anzahl der möglichen Irrtümer erhöht wird mit jedem Verkauf, den du tätigst. Und das ist auch nochmal super clever, wenn du drüber nachdenkst. Also er sagt, du verkaufst irgendwas, du musst dir aber halt im vollen Bewusstsein darüber sein, dass halt mit jedem Verkauf, den du tätigst, erhöht sich die Anzahl der Fehler, die du machen kannst. Das kann jetzt am Timing beim Aus- und Einstieg liegen. Also das könnte sein, du verpasst halt einfach, du nimmst einen schlechten Zeitpunkt auszusteigen und dann dementsprechend vielleicht sogar auch noch einen schlechten Zeitpunkt dann wieder einzusteigen. Also es wären zwei potenzielle Gründe, ja, nicht unbedingt optimal zu handeln, konträr zu, ich bleibe einfach drin. Die große Frage, was machst du mit dieser überstehenden Liquidität? Also sagen wir mal, Aktien wird dir zu heiß und du willst rüber wechseln in den Anleihenmarkt und jetzt läuft der überhaupt nicht oder Aktien laufen weiter, Anleihen gehen in den Keller. Riesenfehler gemacht, also von einer gut laufenden Assetklasse rüber wechseln in eine schlecht laufende. Oder, und das ist halt auch nochmal ganz spannend, das ist das Tony Robbins Buch wieder, die Korrektur kommt mit einer enormen Verspätung. Und das Tony Robbins Buch, da weiß man ja, also das ist halt, glaube ich, 80% der Rendite im US-amerikanischen Markt wird an 5 Tagen in einem Zeitraum von 10 Jahren gemacht. Und wenn du an diesen 5 Tagen nicht im Markt bist, verpasst du so gut wie alle Rendite. Und nehmen wir jetzt mal an, du versuchst das halt zu timen und verpasst, sagen wir, 2, 3 von diesen Tagen, dann ist das natürlich ein enormes Loch, was das halt einfach in dein Portfolio brennt. So, Freunde. Was sagt ihr, weil also spätestens bei dieser Auflistung da unten, wo ich dann halt über alle meine Verkäufe in meinem Leben nachgedacht habe, ich habe mir nicht eine von diesen Fragen gestellt. Ich habe die Opportunitätskosten nicht gesehen, ich habe das Timing, das Doppelrisiko nicht gesehen und diese Ultra-Paranoia, die jetzt halt aufkommt dadurch, was, wenn ich an diesen ganz entscheidenden Tagen nicht im Markt bin, darüber habe ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nie nachgedacht. Seid ihr begeistert? Ich war begeistert. Ja, ich habe ja das Buch auch gelesen. Also ich weiß das auch schon und ich habe es, glaube ich, auch schon heute, wenn auch vielleicht unverständlich, schon mal dargelegt. Ich will auf die erste Folie nochmal kommen. Kannst du die nochmal schnell bringen, Jay? Die davor. Überhaupt kein Problem. Die zwei Gründe für Verkauf. So. Wenn deine Anlagethese weniger valide erscheint, wenn eine andere Investition auftaucht. Genau, kannst du wieder wegmachen. Nochmal zu den ETFs. Ich kann mir bei jedem Einzelwert, ja, mit Einschränkungen, aber nehmen wir mal nicht so eine Coca-Cola oder so, sondern nehmen wir das, was in den letzten 2 Jahren so gehandelt wurde, meistenteils. Neue Dinge, disruptive Dinge und Unternehmen. Ich kann mir bei jedem dieser Unternehmen die Frage stellen, hat das Zukunft, ist das valide, um auf den Begriff jetzt rumzureiten? Muss ich mir diese Frage beim S&P 500 stellen? Ich denke nicht. Sagen wir es mal anders. Ja, auch hier gibt es ein Tail Risk, dass es den S&P 500 nächstes Jahr nicht mehr gibt. Aber ich glaube, dann machen wir auch nicht mehr diese Sendung hier und dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, also sind wir alle Mitglieder der Kommunistischen Partei in China? Ja, sowas, ne? Oder hier The Day After Tomorrow, dann sind wir hier so in einer Eiswüste unterwegs oder so. Wir haben mal angefangen als Selbstversorger im Sauerland für diese Fälle. Ja, das stimmt. Das hatten wir schon mal als Thema. Ne? Ich kaufe immer noch Zeug für den Bunker. Ja, und ich kaufe REITs. Die machen sowas Ähnliches, ne? Obstplantagen und so. Also ich bin da schon auch dabei, nur eben indirekt. Ich kann nicht so hier arbeiten. Also gehe ich davon aus, dass die Validität dort vorhanden ist. Bei anderen Sachen kann ich das nicht machen.
Und zu dem zweiten Grund, wenn ich eine bessere Möglichkeit finde, das habe ich schon kurz skizziert mit dem Beispiel Pfizer. Da kann ich also, wenn ich dort drin bin, mir eben genau diese Frage stellen. Das Ding hat sich jetzt fast verdoppelt. Nehmen wir mal als Beispiel, ich wäre dort also so eingestiegen. Jetzt steht das um die, es ist schon wieder ein bisschen zurückgekommen, aber es war so bei 60 Dollar. Was haben die denn die 10 Jahre vor Corona gemacht? Ja, auch irgendwelche Medikamente. Viagra. Das war 20 Jahre her. Das war ja der erste große Pfizer-Hype. Ne? Da warst du noch nicht dabei. Das haben wir erlebt, ne, Herr Strelow. Damals hatte ich die nicht. Das war der Überflieger. Ja. Ja. So, das heißt also, der Kurszuwachs, der ja auch komplett die Bewertung verändert in einigen Kennzahlen, der beruht also lediglich auf der Fantasie im Zusammenhang mit dem Virus. Da kann ich mir sagen, das Risiko für weitere Kursgewinne ist mir zu hoch. Ich habe das auch vorhin mit diesem Beispiel Joel Greenblatt und dass man mal einen Screener anschmeißt und mal guckt, was sich sonst so noch ergibt im defensiven Bereich, in der aktuellen Marktphase defensiv. Kann ich also dort rausgehen, weil sich mir eine bessere Gelegenheit bietet, meiner Meinung nach. Es ist immer alles mit Unsicherheit verbunden und mit Risiko. Aber das nochmal zu diesen beiden Gegenüberstellungen, wie man da rangehen könnte. Das heißt, den ETF hinterfrage ich nicht wirklich und habe ja auch vorhin erwähnt, da sehe ich keinen Grund, da zu verkaufen. Da kann ich mal, wenn ich 10 Jahre in China investiert war, dann kann ich dort sagen, da haben sich Dinge geändert, auch bei einem ETF darf man das sagen. Und deswegen gehe ich dort raus und gehe vielleicht in einen anderen Bereich hin. Aber tendenziell, was die großen Indizes angeht, gehe ich mal von aus, dass wir die auch noch in den nächsten Jahren so erleben werden und abgebildet über ETFs. Und bei den Einzelinvestments, wieder die antizyklische Handlungsweise, kann ich also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich mache Gewinne. Ich realisiere sie, ob nun Teil- oder Komplettrealisierung. Das ist eine Belohnung, da freue ich mich drüber. Das ist also nichts, womit ich schlaflose Nächte habe. Und gleichzeitig habe ich natürlich das aufregende neue Investment, was ich eventuell gefunden habe, was für mich persönlich ein viel besseres Chance-Risikoprofil hat als das genannte Beispiel Pfizer. Das zu diesen beiden Punkten, wie man da praktisch vorgehen könnte. Ja. Und die nächste Folie mal vielleicht auch noch mal ganz kurz einblenden, die danach kam. Wollen wir so erstmal mal gucken, Herr Strelow noch? Entschuldigung. Ja, zu den zwei den Möglichkeiten, ob er das auch so sieht wie Howard Marx, die zwei Gründe zu verkaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich mit Howard Marx auf Wellenlänge bin irgendwie. Nee, passt in meinen Augen auch vollkommen. Also ich versuche für mich ja auch immer so den Investment Case abzuschätzen im Sinne von, ich habe eine Erwartungshaltung auf eine Steigerung. Ich habe auch eine Schmerzgrenze, was fallende Kurse angeht. Und ich bin in der Regel ja auch nicht böse, Gewinne zu realisieren, wenn ich denn dann ein neues, attraktives Investitionsziel habe. Das fällt mir allerdings im Moment persönlich sehr, sehr schwer. Die Screener-Idee finde ich gut, aber sie ist natürlich nur die erste Stufe eines Investmentsprozesses. Ideengeber. Ja. Genau. Es ist nur ein Ideengeber. Das ist keine mathematische Logik, dass es genau die richtigen Werte sind. Aber man kommt erstmal in der Selektion auf einzelne Werte, kann sich dann die Geschäftsmodelle anschauen, seine persönliche Meinung da auch mit verproben, um dann zu überlegen, ist das eine Branche, in die ich investieren will? Habe ich vielleicht schon viele Investments in der Branche? Dann wäre das auch ein Argument, was dagegen spricht. Also das ist wieder ein ganz neuer Prozess, der dann losläuft. Manchmal liegen aber so Investitionsgelegenheiten ja auf der Straße oder man hat schon lange irgendwo ein Auge drauf geworfen. Und dann hat man dann die Mittel, um auch zu investieren, weil eben was frei geworden ist. Also da bin ich im Moment tatsächlich sehr, sehr unentschlossen, was das angeht. Natürlich würde ich gerne der antizyklische Investor sein, der im richtigen Zeitpunkt eben einsteigt. Das fällt mir im Moment aber so ein bisschen schwer, weil ich da pessimistisch irgendwie eingestimmt bin. Man war es ja auch schon lange Zeit nicht mehr gewohnt, dass es der Dip eben nicht sich sofort wieder geschlossen hat. Und insofern bin ich da im Moment noch ein bisschen zurückhaltend, aber
Schließe mich auch deinem ETF-Investment-Vorschlag für Unentschlossene an. Macht das ja ohnehin schon mit einem sehr großen Teil schon lange. Aber da gucke ich in der Tat auch zu wenig rein. Und deshalb ist es so verführerisch, immer in das Einzelwerte-Depot reinzugucken, wenn das dann auch noch per App auf dem Telefon ist, was quasi immer bei dir ist. Und dann, ja, man macht es halt viel zu oft. Und von dem Druck zu investieren, würde ich mich da gerne weiter frei machen. Ergänzung noch von mir, einerseits zu ETFs. Es gibt auch dort fast das gleiche Vorgehen, wie man das bei einem Einzelwert machen kann. Die Welt ist ja riesengroß. Und du könntest ja, statt auf ein Einzelunternehmen einzugehen und sich zu überlegen, was passiert mit der Peloton-Aktie und was könnten die noch machen und so weiter, und weil du das interessant findest oder Twitter oder sonst was, so gibt es vielleicht auch Gegenden, wo du feststellst, da habe ich die letzten Jahre doch gar nichts davon gehört. Und das ist auch richtig spannend. Das sind auch richtige Nischen zum Teil. Mein ja. Mexiko-ETF ist wieder richtig. So, ich wollte gerade sagen, ich gebe jetzt hier keinen Hinweis. Jetzt hast du mir das natürlich schön kaputt gemacht. Ich finde tatsächlich. Wäre das dein Hinweis gewesen? Weil ja, das ist ein absoluter Glücksgriff. Brasilien und Mexiko finde ich gerade sehr interessant. Und jetzt muss man sich doch den Irrsinn vorstellen, dort Einzelwerte zu suchen. Das ist doch völlig, völlig bekloppt. Aber warum ist das bekloppt? Weil Brasilien ganz weit weg ist für uns, oder? Und wir denken, dass Frankreich oder Italien oder Österreich oder so ganz dolle nah ist. Und da haben wir Ahnung, was eine OMV in Österreich macht, Tankstellen betreiben. Oder die Royal Mail in England. Da wissen wir auf einmal Bescheid. Einen Scheiß tun wir, wir wissen gar nichts, was die machen. Wir wissen auch nichts, was die Allianz macht. Und genauso wissen wir nicht, was der Baukonzern Vale in Brasilien macht. Das ist dasselbe. Es ist immer dasselbe Risiko und dieselbe Arbeit und dieselben paar Erkenntnisse oder Meinungen, die ich mir da auftun kann. Und dann komme ich zu einem Entschluss. Aber um das Ganze einfacher zu machen und nicht minder spannend, kann ich eben auch sagen, Mensch, Brasilien, Mexiko. Es ist übrigens, ne, trotz des Disclaimers, das ist nur etwas, ich bin nicht investiert, aber ich finde es interessant. Ich gucke mir das an und dann lernt man was über Land und Leute kennen. Da lässt man sich Zeit mit sowas. Da muss man nicht, wir sind ja keine Daytrader, aber das ist eine spannende Idee. Und genauso gibt es noch andere Gegenden, wo man sowas anwenden kann. Und das zu dem Thema und nochmal auf die Screener bezogen. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit Herrn Kahnemann gesehen im Schweizer Fernsehen irgendwo bei YouTube und da wurde ich natürlich wieder so ein bisschen auf Kahnemann getriggert und habe ein bisschen im Buch geblättert und da ist mir ein Satz aufgefallen. Wir Menschen fokussieren uns auf die Dinge, die uns, also die bekannten Dinge, also Dinge, die wir öfter hören, erhalten von uns eine höhere Aufmerksamkeit als die, die uns nicht permanent über den Weg laufen. Das mit Brasilien eben war ja fast schon so ein Beispiel dafür. Warum hat das einen Zusammenhang mit den Screenern? Weil ich dort, ich verkaufe jetzt irgendwas und habe auch einen schönen Gewinn eingesackt und ich suche jetzt, analog zu dem, was wir gerade besprechen, Howard Marks, ich brauche jetzt also eine neue Kapitalanlage. Ja, was fällt mir denn dann ein? Ja, gerade wieder was über Pfizer gelesen. Ja, Moderna, auch nicht schlecht. Tesla, naja, vielleicht kriegen die ja doch die Kurve mit ihren LKWs. Es sind immer die gleichen Kandidaten. Und der Screener, der ganz kalt und algorithmisch vorgeht, nach dem, was ich dort einstelle, der bringt mir Unternehmen raus, große Unternehmen, die noch kein Mensch auf der Uhr hatte. Ich sage mal ein Beispiel, bin ich auch nicht investiert, war ich mal 2018 investiert, Ingredion. Kennt ihr die Firma Ingredion? Nö. Aber ihr habt schon alle Malzsirup getrunken. Und Malz ist auch überall drin. Die machen Malzextrakt. Ein ganz einfaches Ding. Ja? Das ist ein börsennotiertes, riesiges Unternehmen. Kennt kein Schwein. Und das würde mir der Screener ausschütten und eben nicht zum 100. Mal die Coca-Cola und die Moderna und die sonst was, was eben alles hoch und runter die Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist der Vorteil des Screeners.
Und das ist ja das Geniale an dieser Howard-Marx-These. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne, dass er halt quasi schon sagt, also ne, es gibt Gründe zu verkaufen, die setzen aber halt voraus, dass du halt quasi immer diese Gesamtsituation im Auge behältst. Ne, also halt quasi, du kannst ja überhaupt nicht wissen, ob halt irgendwo da draußen gerade ein besseres Risk-Return-Ratio fährst, wenn du halt einfach diese Scheuklappen aufhast und halt einfach nur immer die gleichen 10 Logos siehst, die halt durch die sozialen Medien getragen werden. Ja. Ne, und da, und das ist halt wo jetzt halt dieser Überbogen gespannt wird über dieses ganze Thema Verkauf. Ist natürlich, also ist dein Grund zu verkaufen nur das, was du einordnen kannst. Oh shit, das fällt um 10%, deshalb verkaufe ich das jetzt lieber, nachher geht's auf null. Aber wenn halt die komplette Palette, die du halt betrachtest, 10 Aktien sind, natürlich ist das auch das einzige Kriterium, mit dem du es festmachen kannst. Und das ist ja das Geniale. Also ich meine, das mit dem Investment Case, okay, das kann man vielleicht sogar noch irgendwie mit Medien nachvollziehen, was weiß ich, der CEO hat sich abgesetzt oder der CFO hat sich abgesetzt nach Malaysia, vielleicht schlechtes Zeichen. Maybe Investment Case hat sich verändert. Aber das andere... Da wäre Malaysia der Investment Case. Da wäre Malaysia der Investment Case. Aber das ist ja genau das. Das ist ja genau dieser zweite Punkt. Und das ist ja das, und das ist halt quasi, also wenn wir heute irgendwas mit auf den Weg geben können, dann ist das diese Denke, wieso so einer wie Howard Marx jetzt halt gerade einfach zu Hause in einer Badewanne aus Geld liegt und lacht und der Rest der Welt halt irgendwie sich denkt, ah ja, Peloton kommt bestimmt noch wieder, das war doch eigentlich eine gute Idee. Ist, ne, das ist genau dieses, also halt quasi solche Leute verdienen halt Geld damit, dass andere irgendwann schlechte Entscheidungen treffen. Der ist jetzt gerade nicht in Tech investiert. Weil er halt früh gemerkt hat, so, es gibt halt irgendwo anders, wo ich halt für sehr viel weniger Risiko halt vergleichbare Renditen bekomme. Und dann, wenn wir alle unseren Tech auf den Markt schmeißen, weil wir die Hosen voll haben, dann steht Howard Marx da und hält die Arme offen, nimmt das alles entgegen für Spottpreise und so spielt das halt die ganze Zeit durch, weil er halt ganz genau das immer im Auge hat, ne? Also quasi, wo bekomme ich halt quasi welche Rendite auf welches Risiko? Und das ist, wie man sich diesem Verkaufsprozess annähern sollte. Also, sage nicht wir, weil ich habe kein Tech. Ja. Und meins kriegt er nicht. Niemals ja. Howard Marx. Aber ich hätte auch nicht mehr so viel. Coinbase könnte ich ihm noch, aber das gebe ich nicht ab.